Ich habe heute mit dir einiges vor, ja? Also ich suche gerade Leute, die sich für eine besondere Sache abschminken Was kann ich denn würden. überhaupt gewinnen? Das siehst du dann am Ende, aber erstmal musst du mir sagen, ja, willst du mitmachen oder B? Ja, ich mache mit. Echt? Sicher. Die ganzen Zuschauer sehen dann, wie du aussiehst. Du hast kein Problem damit, weil du bist. Ja. Mach mal Test. Test, Test. Genau, damit wir wissen, dass dieses Signal kommt dann in die Kamera an. Okay. Diese, du weißt. Okay, ich will dir ein paar Fragen stellen heute. Es geht heute um Thema Abschminken, ja? Okay. Ich suche heute Leute, die sich für Geld abschminken würden. Also ich habe eine Überraschung für die am Ende. Die können dann Klopapier gewinnen, ja? Und würdest du erstmal mitmachen? Ich weiß es gar nicht. Ja, Doch, musst du ich noch. glaube schon, doch. Ja. Dann habe ich hier so Abschminktücher dabei. Ja. Ich habe die extra gekauft für den heutigen Tag. Ich kenne mich gar nicht aus, Digga. Meine Mutter hat mich damit erwischt, Alter. Die dachte, was geht ab? Sind die gut, oder? Ich habe die auch zu Hause. Echt? Ja. Guck mal, ich habe ihren Geschmack getroffen, Leute. So, Leute, ich habe hier noch eine weitere Kandidatin gefunden, die sich jetzt abschminkt, ja. Und das wird jetzt echt spannend, ja. Ich weiß nicht, du kennst dich damit besser aus. Ja, Bitte danke schön. schön, danke schön. Von Balea, eine super gute Marke, würde ich Ihnen Really, empfehlen. nigga? Ich Ich kann glaube, das war heute zu meistens. eine Rolle Klopapier gewinnen. Leute, ich sag's euch, ey, ich war heute im Supermarkt, ich habe diese Klopapierrolle gesehen. Ich bin direkt dahin gerannt, ne? Ich habe sie direkt so, ich habe echt so Glücksgefühle gehabt, weißt du? Und da habe ich mich echt gefreut, so, ey, Klopapier gekauft. Aber du kannst ruhig, ich erzähle das nur, du kannst ruhig weitermachen. Und ja. Aber ich schmink mich nur ab, um die mitzunehmen. Aber ich schmink mich nur ab, um die mitzunehmen, ne? Du willst eine Klopapierrolle haben und das willst du Nein, haben? ich will Willst schon du die Abstücke zwei haben. Gewinner? Nein, Da ich muss will ich entscheiden. Willst du das oder das das gewinnen? hier. Das, okay, dann kriegst du das. Klopapier, Jungs, Klopapier. Eine Klopapierrolle, ey. Ja, danke, Bro. Alles klar, okay dann. Also, Achso, ich mit hab der schon direkt Kamera. angefangen. Ja, aber ein bisschen näher an die Kamera kommen Bisschen näher vielleicht. an die Kamera, Ja, oh, meine ganzen okay. Hautunreinheiten zeigen, ne? Oh, Mist. Und wie fühlt sich das an? Ich meine, hast du die letzten Wochen Ich dich laufe eigentlich nicht geschminkt? immer ungeschminkt rum, deswegen. Aber meine Haut ist in letzter Zeit zu schlimm. Ja. Schminken. Warst du ungeschminkt die letzten Wochen? Ja, Quarantäne. Was soll ich mich Krass. schminken? Wie ist das so ein Gefühl, wenn man so geschminkt rausläuft? Vorhin, heute habe ich mich noch mehr geschminkt als sonst. Echt? Ja. Jetzt musst du ungeschminkt nach Hause gehen. Halb so schlimm. Hast du keine Angst, ne? Wovor soll ich Kein Angst Date, haben? irgendwie am Abend, Nein. mit dem du ins Kino gehst, mit jemandem. Ja, nein, heute nichts, ne. Und wie fühlt sich das so? Natürlich, ohne Chemie, ohne irgendwelches Zeug im Immer am Gesicht zu haben. besten an, immer am besten. Ja? Ja. Ohne Spaß, wisst ihr was? Meine Motivation, Ja. am Morgen aufzustehen, Ja. ist es, mich zu schminken. Echt? Ohne Spaß. Was ist das für eine Motivation? Erklär das mal bitte. Nee, keine Ahnung. Ich stehe. Normalerweise, ich bin so ein richtiger, wie nennt man das so, Schlaf. Morgenmuffel oder so? Ja, irgendwie sowas, ne? Morgenköpek. Was nicht. Nee, ich kann kein Türkisch, ich habe nur geraten. Nee, Ich. komm mal, okay. Nee, ich stehe meistens so früh auf, weil ich Lust habe, mich zu schminken. Aber Wimperntusche kann auch drauf bleiben, ne? Wimperntusche. Ja, das bleibt drauf. Danke. Okay, easy. Okay, wie ist das denn so, erstmal abgeschminkt zu sein oder wie fühlt man sich dann so als Frau? Ich sag mal so, wenn ich mich schminke, habe ich mehr Selbstbewusstsein, aber ich kann doch ganz normal ungeschminkt natürlich rausgehen. Wäre kein Problem. Okay. Wie ist das, wenn du dann dich, wenn du ungeschminkt dann gehst? Ja, eigentlich gar kein Problem. Also, dann gehe ich einfach natürlich raus. So. Hast du dann keine Komplexe oder sowas, Nein, dass nein, du nein. dann dich schlechter fühlst, ne? Nee, habe ich nicht, nein. Keine Ahnung, meinst du, es gibt so Frauen, die Ja, sowas. so welche gibt es natürlich, aber ich gehöre nicht zu denen, sag ich mal so. Ah ja, genau. Ich schmink mich nur für mich selber, nicht für andere gut Echt? auszusehen oder so. Ich Okay, mach das nur okay. für mich, dann fühle ich Ja. mich so besser irgendwie, wenn ich mich schminke. Und ich mach das gerne. Ja. Deswegen so, ja. Und man guckt sich im Spiegel an, dann. Nee, ob's gut Ja. geworden ist, schaue ich mich natürlich an so. Ja. Ja. Was würdest du den Leuten sagen, so, den Mädels, was würdest du denen empfehlen?
Mädels, schminkt euch nicht zu sehr. Also, es gibt ja so welche. Ja, erzähl mal, wie werden. Es gibt ja welche, ja. Die schminken sich nur, um für andere gut auszusehen. Mhm. Ich denke mir so, macht das doch nicht, macht das für euch selber. Für wen machen die das denn? Ja, um für Männer oder Jungs gut auszusehen, die meisten. Ja. Okay, okay. Da denke ich mir so, macht das doch nicht, macht das für euch, wenn schon. Mhm. Ich meine, weil der Junge, den du liebst... Was, wenn da so jetzt Brad Pitt ist oder, keine Ahnung, Samra, Suna, Moment, diese, Moment, deine Lieblingsrapper oder so? Okay, dann, die müssen aber das Mädchen so lieben, wie sie ist, natürlich. Wenn sie, wenn die ganzen Männer, Jungs, die nur lieben, während die so fullface geschminkt ist, was nützt das denen dann? Okay. Ich meine, so am Ende des Tages, wenn die sich abschminkt, sieht man die ja trotzdem so ungeschminkt, ne? Also, dann hast du heute jetzt diese Verpackung hier gewonnen. Ich werde sie dir in deine Tasche tun. Du gehst heute als glückliche Gewinnerin nach Hause, ja? Erzähl das bitte deinen Freunden, deinen Geschwistern, deiner Tante, erzähl ihr von diesem Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, Freunde, und bis dahin.